Willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm. Drücke irgendeine Taste. Ja moin, Episoden. Episode 2, schöne neue Welt. Und die Hölle ist leer. Und lebe wohl, okay. Mhm. Na dann. Los geht's. Schöne neue Welt. Previously on Life is Strange Before the Storm. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other. But you will respect me. Hello, Black Hal. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... just... sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... Okay, reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? So, da wären wir auch schon. Das war ein schöner Rückblick. Das finde ich voll gut, dass es da so einen tollen Rückblick gibt. Jetzt erinnern sie sich und so, das ist, ja, nichts sagen, ist das rhetorisch, versauen sie es nicht. Klinge, schreibt mal wieder eine Wall of Text, das ich jetzt echt sehr nicht so gut hier in so einem Spiel. Da dauert es dann ein bisschen länger. Umso länger eure Texte sind, umso länger brauche ich, um darauf eingehen zu können. Tut mir sehr leid, weil in diesem Spiel gibt es ja auch viel Text. So, jetzt pass mal auf, jetzt haben wir aber kurz Zeit, ich lese mal kurz, was hier abgeht. Ich hatte doch recht, ne? Das ist eine Rubber-Tastatur, die ich mir von Shakun gekauft habe. Das heißt, Gaming-Tastatur kann einfach noch Makros damit einbauen. Echt, ist sie angekommen, oder was? Was soll denn eine Rubber-Dome-Tastatur sein? Hä? Okay, keine Ahnung. Okay. Hätte schwören können, das wäre halt auch eine mechanische... oder so. Ah ja. Okay. Das ist halt...
das ist halt. Gibt es da Unterschiede? Also gibt es drei Varianten von Tastaturen? Was ist das denn? Das ist sehr interessant. Okay. Dann hole ich mir vielleicht auch so eine oder so. Cool. Jetzt verstehe ich das. Nur, dass halt Gummi drunter ist und so. Und Kunststoff und so. Und so. Mhm. Alles klar. Okay, ja, cool. Weiß ich Bescheid. Dankeschön. Cool. Mhm. Ja, habe gerade kurz ein bisschen überflogen, was das so ist. Ist halt ähnlich, nur ist die Lebensspanne auch enorm geringer. Eine mechanische lebt halt immer noch am längsten. Und so. Naja, gut, interessant, dankeschön, cool. Dann machen wir hier mal weiter hier. Ich mach mal. Ja, hier. Are you asking or is that rhetorical? Disrespectfulness. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did. In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. The hell I was. I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Was soll denn der Scheiß? Wells beruhigen, Mama beschwichtigen. Lol. Was soll denn der Kack? Natürlich haben wir uns für den eingesetzt. Was war... Ach ja, ja, ja. Wie hießen die Familie, die auch das Dorf oder die Stadt errichtet haben oder so ein Scheiß? Prescouts, oder? Ja, alles klar. Okay, komm. Was machen wir denn da hier? Beruhigen. Beschwichtigen? Was ist ein Beschwichtigen? Ist das nicht was Ähnliches? Moment. Ja. Jemand das Zorn beschwichtigen, beruhigen. Das ist irgendwie dasselbe. Gar keinen Sinn eigentlich. Ich mache jetzt. Ach, ich weiß nicht. Principal Wells. I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means... Uh-oh. You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but to... I made her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me, but only to keep me safe.
I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Was? Was? Komm, wir machen mal mit. Ja? Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. Wollte ich gerade sagen. Perfekte Schauspielerin. Miss Price. Hä? Hä? Wie Schwachsinn. Okay, na gut. Hä? Wie jetzt? Hä? Er hat doch nur gesagt Miss Price. Warte, was? Hä? Was? Okay, na gut, heißt das dann, wir erzählen dann die Wahrheit? Und was ist Schwachsinn? Was ist denn das jetzt für eine Auswahlmöglichkeit? Ich verstehe es jetzt nicht. Was ist denn das jetzt? Schwachsinn, Schwachsinn was? Schwachsinn erzählen? Wie? Okay, na, hä? Hä? Und jetzt? Was jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Keine Ahnung, mich lacht Schwachsinn an, also drücke ich Schwachsinn. Hä? Complete and total bullshit. Chloe. You're an awesome actor, Rachel. You almost convinced me and I know you're lying. But come on. Miss Price. Miss Amber, one of you girls better start telling me what actually happened, now. It's fine. Really. You're right. The truth is, I didn't convince Chloe to ditch with me. I practically forced her to. Come on. I was feeling yeah. angsty and reckless. Tired of living up to the perfect image everybody expects out of me. I told Chloe if she didn't come with me, I might do something crazy. Like what? Graffiti, steal alcohol, maybe even abuse marijuana. I didn't, thank God. But that's only because Chloe was there. She looked out for me, even after I threatened her. I told her I would blame her for everything if she didn't come along. I knew it would be easy. Given all of the prejudices against her. Now... This is some serious... Chloe, I told her. If you get blamed for this, you will be in serious trouble. Serious trouble. Whereas I, having a perfect record at Blackwell, will not. Think about it, I told her. And don't do anything you'll regret. Anyway, that's what really happened. Oh, Rachel. I'm glad we have finally gotten to the bottom of this matter. Though the revelation brings me no pleasure. Miss Amber, I am disappointed in you. I understand. Yeah. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. Yeah. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. Die Vorführung ist heute Abend. Was? Sind Sie verrückt? Lol. Oh. Okay. Das war allgemein der Nachname. Das ist die Antwort aber gleich. Oh Gott, ich bin zu müde, um das tatsächlich vollständig mitverfolgen zu können. Ich bin, ach, es war keine gute Idee, Life is Strange zu spielen. Aber ich wollte. Menno, was ist mit der Cam? Manchmal bin ich zu hoch, manchmal nicht. Was ist denn? Egal. Ja. Sind Sie verrückt? Sie können doch nicht einfach Sie vom Theaterspiel ausschließen. Das ist heute Abend und so. Das ist Ihr Traum und so.
Ja, was antworten wir denn da? Die Vorführung ist heute Abend. Sind Sie verrückt? Was heißt das? Njam. Njam, njam, njam. Scheiße. Ist im Prinzip, kommt es aufs selbe drauf raus, ist jetzt nur, wie wir sagen. Vorführung ist halt heute Abend. Wenn wir das sagen, hat sie vielleicht die Chance, wenigstens heute Abend nochmal mitzuspielen. Wenn wir allgemein sagen, was sind sie verrückt, betitelt das ja die allgemeine Schauspielerei von ihr. Wenn wir das Rechte sagen, darf sie vielleicht heute Abend nochmal mitmachen. Wir versuchen mal das Rechte. Oder allgemein Scheiße. Ich mach das Rechte. Oder? Sind Sie verrückt? Hä? Oh, danke schön. Grüße zurück. Hihi. Der gute Link. Ja. Tja.